Moin, ihr Lieben. Ich habe heute für euch Haribo. Haribo Volcano Fizz. Das ist eine ganz neue Sorte. Die scheinbar auch besonders sauer zu sein scheint. Zumindest wird das hier nochmal extra ausgewiesen mit 3 Zitronen. Und wie man auf der Verpackung auch sehen kann, mit 2 ausbrechenden Vulkanen. Also das lässt mein Herz schon mal höher springen, denn also ich liebe saures Weingummi sehr. Von daher freue ich mich da schon richtig drauf. Diese Tüte habe ich bei Real gekauft für 99 Cent. Und die aufmerksamen Zuschauer unter euch, die meine anderen beiden Videos gesehen haben, Haribo Schatztruhe und Haribo Süßsee. Den wird sicherlich gerade aufgefallen sein, dass ich diese beiden Tüten für 99 Cent ebenfalls gekauft habe, aber mit einer Füllmenge von 200 Gramm. Somit haben wir hier eine versteckte Preiserhöhung. Genau. Was haben wir hier? Fruchtgummi mit Schaumzucker. Okay. Gut, ich bin so gespannt auf die Volcano Fizz, deswegen würde ich sagen, wir machen die Tüte jetzt einfach mal auf. So wie es aussieht, haben wir 3 verschiedene Farben. Und zwar einmal in Gelb, Orange. Und weiß, das ist der Schaumzucker hier unten. Genau. Recht weich. Okay. Die riechen super lecker nach Zitrone. Essen tue ich sie gleich. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 7. Relativ ausgeglichen auch dieses Mal das Mengenverhältnis. Wir haben hier 2, 4, 6, 8 gelb-orangene, 2, 4, 6, 8, 9 blau-lilane. Genau. Und 2, 4, 6, 7 grün. Rote. Okay. Dann wollen wir uns mal an den Geschmackstest wagen.
Ich bin ganz aufgeregt. Und fangen wir mal mit den gelb-roten an. Super lecker. Wow. Das ist, kann man das hier erkennen? Die Flüssigkeit, die man hier jetzt noch sieht, den Rest davon, die rote Flüssigkeit, das ist das Saure. Richtig clever entwickelt, dass man hier oben das Weingummi hat, hier unten das relativ weiche, den relativ weichen Schaumgummi und innen drin eine flüssige Füllung. Das ist ja gigantisch. Das habe ich vorher in der Form noch nie irgendwo gegessen. Ganz toll. Ich versuche jetzt noch mal eins zu essen. Wo ich quasi den flüssigen Kern noch mal deutlicher zeigen kann. Das ist ja gigantisch. Hier sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher. Es ist super witzig zu essen, weil es ist doch so viel Flüssigkeit in diesen kleinen Vulkanen enthalten, dass man richtig die Flüssigkeit auch im Mund spürt. Also total witzige Konsistenz, Zusammenstellung zwischen relativ festes Weingummi, dann dieses fluffige, schaumige Ende hier und dann in der Mitte diesen flüssigen Kern. Also es ist ja richtig, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Vom Säuregrad her würde ich sagen, hat Haribo da nicht übertrieben mit den drei Zitronen. Die haben schon eine ordentliche Säure, deswegen schmecken sie mir auch wirklich richtig gut. Ich bin absolut begeistert. Wow. Richtig cool. Richtig cool. Die sind richtig cool. Also, bei dieser Zusammenstellung kann ich wirklich nur sagen,
beide Daumen nach oben. Richtig, richtig clever gemacht. Eine ganz tolle Idee, da so einen flüssigen, sehr sauren Kern einzubauen. Und diese auch Vulkanus zu nennen, weil eben auch ein Vulkan im Inneren aus flüssig Lavagestein besteht. Und deswegen ist eben auch die Farbe der sauren Füllung rot. Also sehr, sehr gut durchdacht und geschmacklich tipptopp. Dafür zeige ich auch gerne die versteckte Preiserhöhung. Also richtig top. Ich bin mega begeistert. Die hole ich mir auf jeden Fall nochmal. Und wie gesagt, falls sich die jemand nachkaufen will, die heißen Haribo Volcano Fizz. 99 Cent bei Real. Ich finde, die sind ihr Geld absolut wert. Probiert es einfach mal aus. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Moin ihr Lieben. Heute habe ich für euch Haribo mitgebracht. Und zwar eine ganz neue Sorte. Haribo Süßsee.